Vor welche Herausforderungen stellt mich die Inflation und wie gehe ich damit um? Eine Folge der Inflation sind steigende Kosten. Das drückt sich in einem Dienstleistungsunternehmen oftmals darin aus, dass nach einem gewissen Zeitverzug die Gehälter steigen. In Produktionsunternehmen sind das beispielsweise steigende Beschaffungskosten für Rohhilfs- und Betriebskosten. Hier ist es natürlich wichtig, dass wir es schaffen, die Marge zu erhalten, damit wir auch weiterhin innovationsfähig sind und Investitionen in die Zukunft tätigen können. Das heißt also, auch für ein Unternehmen ist in dieser Situation wichtig zu schauen, welche Kosten kann ich senken, wo kann ich effizienter werden, und in einem Extremfall muss man sich auch Gedanken darüber machen, wo kann ich vielleicht Strukturen anpassen, um eben Liquidität und Innovationskraft zu behalten.